So, hier bin ich wieder und hallo Casey und jeder, wo halt zusieht. Also heutige Datum ist der 30.05.2020. Jetzt ist schon 19:15 Uhr und heute hatte ich wieder von ungefähr von einer halben Stunde, hat wieder 10, 15, 20 Minuten gedauert. Ein bisschen habe ich wieder auskratzen müssen hier an der Rückenseite. Ich habe jetzt auch der Kompresse drauf getan und ja, die Leute in der Familie fragen mich also, ob da endlich eine Verbesserung ist. Ne? Vor ein paar Tagen haben wir auch schon diese Sachen, die kommen so wie, also die sehen ja keine Verbesserung, aber vielleicht dauert das alles nur so lange. Ne? Die Homöopathie, Mikrobiologie, dass man das, dass sie da macht. Wie heißt sie? Heilpraktikerin, ja. Ärztin, Heilpraktikerin und. Man hat viel Geld ausgegeben und es dauert alles zu lange. Aber mit Medizin ist genau dieselbe Geschichte, außer man hat medizinische, chemische Stoffe, die wirklich wirken, die man auch bekommt. Aber die bekommt man anscheinend nicht. Ne? Die spielen halt solche Spielchen, diese Ärzte. Das ist nicht fair sowas. Und jedes Mal, wenn ich höre, ja, oh, hier Corona wieder, ne? Ja, und die Ärzte tun ihr Bestes, dann denke ich mir, ja, richtig, die tun das Beste. Das, was sie uns im Fernsehen gezeigt haben, haha, in Krankenhäusern, also wirklich, ich weiß nicht. Denn wenn ich in die Notaufnahme gegangen bin, der Dermatologie, ambulante, da habe ich keine solche Sachen gesehen, wie es im Fernsehen gezeigt wird, als würde Krieg herrschen. Ne? Da geht man ins Krankenhaus und es ist wenig los dort, ja. Und dort auf den Stationen, das sind Menschen, die rumliegen und so weiter. Aber nicht sowas, was man im Fernsehen sieht. Ne? Ist auch vielleicht so eine Propagandamaschinerie, was da abgeht. So, hab keine Ahnung, was da abgeht, ne? Und ich wundere mich, die Leute, die dort liegen, nicht wegen Corona, sondern anderen Krankheiten, bekommen die richtige Medikamente überhaupt? Oder sind es nur Medikamente, damit sie nur da liegen? Ne? Also, es gibt keine richtige Kontrolle in Deutschland, oder? Wo man sowas kontrollieren könnte, aber nein, gibt es nicht. Deutschland ist ein freies Land, ja. Hier kann man tun und machen, was man will, sozusagen. Ärzte vor allem. Apotheker vor allem, die können Medikamente pfuschen, stört keinen. Die Kassen, denen stört es auch nicht. Die verschleudern noch unser Geld an, wie schon gesagt, aber an Ärzten. Ne? Und wenn man dann wirklich mal Hilfe braucht, man erzählt ihnen, was passiert ist, wie lange man schon leidet an Borreliose. Und gut, ich habe keinen Antrag gestellt auf Heilpraktiker, aber wenn man da sieht, ja, die AOK macht Werbung, ja, Alternativheilmethoden, wenn man sich die Dinge anschaut, das ist ein Witz, oder? Gymnastik, Physiotherapie, ja, und was kostet sowas? Da kommen 7 oder 10 Sitzungen und dann ist es vorbei. Ne, anstatt mal so langfristig etwas zu machen. Ne? Damals wollten die nicht Akupunktur machen, dann haben sie es doch mal gemacht und dann haben sie es wieder abgeschafft, weil wahrscheinlich zu viele Menschen gesund wurden, nicht wahr? Das ist das Problem. Ne? Und Heilpraktiker, die strengen sich wenigstens an, hoffe ich zumindest. Ne, man bekommt die richtigen Medikamente, hoffe ich zumindest. Die richtig dosiert sind, hoffe ich zumindest. Ne? Man gibt viel Geld aus. Und was kommt dabei heraus? Hm? Ich sag dir, was dabei rauskommt. Die Sendung mit der Maus. Ja, ich mache jetzt mich lustig drüber, aber. Ich habe keine Hoffnung mehr in solchen Sachen. Ich habe keine Hoffnung in Ärzte mehr. Wenn ich höre Arzt, dann sehe ich meinen Hausarzt oder die Dermatologen da hinten. Ne, ich habe jetzt halt eine Ärztin, Heilpraktikerin und bestimmt tut sie ihr Bestes oder vielleicht verschaukelt sie mich genauso wie alle anderen auch. Ne? Weil als Heilpraktiker kann man genau dasselbe abziehen, was normale Ärzte bekommen von den Kassen Besuch und werden bestochen, wie heißen die? Die Befunde zu manipulieren, damit man noch mehr kränker ist und bekommen Geld dafür. Und die Heilpraktiker, Ärzte, ja, die meisten meistens nicht mit den Kassen verbunden, so müssen die das irgendwie anders langziehen, ne? Ja. Auch wenn die nicht gerade das Geld verdienen. Eine Sitzung zum Beispiel kostet am Anfang 150 Euro. Und dann jede weitere kann kosten zwischen 40 und 50 oder 80 Euro, sowas deine Art, ne? Ja, und dann bekommt man Medikamente und vielleicht, wenn man sie in bestimmten Apotheken bestellt, da haben sie ja auch wahrscheinlich ihre Finger im Spiel und bekommen ja auch einen Prozentsatz, wenn man dort bestellt, nicht wahr? Man muss ja irgendwie überleben.
Aber ich finde es so unfair, dass Menschen wie Ware gehandelt werden, anstatt sie zu heilen und sich zu freuen. Hey, ich bin ein Arzt und ich habe diese Person hier geheilt von Borreliose innerhalb kurzer Zeit. Das ist doch toll, dann das macht ja die Runde und dann kommen noch mehrere Patienten, die ich heilen kann in einer kurzen Zeit, ne? Das ist doch der Sinn der Sache, oder nicht? Und dann werden halt immer mehr und mehr kommen und man verdient sein Geld dafür. Und nicht um einen da einfach lang zu ziehen. Ich war monatelang oder jahrelang, bevor diese Fingergebrochene wird wieder geheilt sein oder sowas. Geht zwar auch, aber ich finde es nicht fair, ne? Also es ist. Ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr. Ich habe keine Hoffnung, dass das überhaupt geheilt wird. Ne? Ich habe mal letzte Nacht die Geister gefragt, wie lange wird es noch dauern, bis das geheilt ist von diesem ganzen Zeug am Hinterkopf, das Zeug. Nach einer Zeit habe ich eine Vision gehabt, also es war ein bisschen dunkel. Und dann habe ich an der Tür, die wo so halb offen war, die eigentlich grau dunkel war, also fast kein Licht drauf kam. Und dann hat sich da so eine Art Türe aufgemacht, so eine Art Portal, das ist typisch bei den Geistern. Und haufenweise von, wie heißt es? DHL-Päckchen, die gelben, ne? Waren gestapelt. Ich denke mir, warum das denn? Ja, werde ich so viele Sachen bestellen müssen wieder, bis es geheilt wird? Oder war es, weil ich heute so viele Sachen bestellen musste wieder? Ja. Also.